Servus, Freunde des schlechten Geschmacks und der seichten Unterhaltung und willkommen zurück zu Mittelerde, Schatten des Krieges. Ich würde gerne hier bleiben. Du bist verrückt. Wo wir rein theoretisch mal eben schnell den Ork da verhören könnten. Bietet sich ja gerade mal an, ne? Warte, jetzt. Hey du. Ich hab da mal eine Frage. Wer ist denn jetzt hier der Chef, Junge? Dir kann ich nicht. Ne, es sind nur Ringgeister. Die haben, glaube ich, haben die überhaupt irgendwelche Stärken oder Schwächen? Der neuen Nazgul, der Furchtred. Ne, können wir schon. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal. Den kennen wir schon. Keine Ahnung woher. Aber wir kennen ihn. Waren wir schon mal und haben die freigeschaltet. Ich habe, ehrlich gesagt, keine Ahnung. Stärken und Schwächen bekannt. Jetzt noch wieder so ein Epic. Prag der Schurke. Ist auch episch. Schalten wir mal frei und gucken mal. So, danke. Dein Kopf darf jetzt platzen. Sehr nett von dir. Ja, bitte. Wie war das? Wie, das Ganze? Alter, ihr seid ein bisschen lahmarschig, wie kann sein. So, bis ihr immer angreift. So. Da kommt noch einer. Das bin ich. Ich sag's nur. Du darfst dich wieder hinlegen, gerne. Danke. So, jetzt wollen wir mal gucken, was hier los ist. Alter, da. Ach du. Okay. Moin. Es schimmert ein wenig grünlich. Es sieht auch leicht zerbombt aus. Waren die Dinger hier schon immer da? Die sehen so. Ich weiß nicht, ich war schon länger nicht mehr hier. Hier rennt auch kein Hauptmann rum. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Wo geht's denn bitte hier zum großen Häuptling? Dann eine Frage an den Mann. Zu mich? Ne, sehe ich noch nicht. Junge, boah, bis ihr aus dem Arsch kommt, ey. Was ist denn los mit euch? So. Sieht gut aus hier. Sehr einladend. Also hier würde ich auch zum Sightseeing herkommen. Einfach nur mal so. Dann gucken wir mal. Die Stadt ist verloren. Der Hexenkönig kontrolliert den Palantir. Seht ihr das einmal näher an? Habe ich, glaube ich, auch schon 26 Mal vorgelesen. Ich mache es trotzdem vorher immer wieder, weil ich nicht weiß, wann das letzte Mal war. Diese Stadt ist durch und durch von schwarzer Magie befallen. Das ist nicht mehr Minas Ithil. Es heißt jetzt Minas Morgul. Einer der Ringgeister floh hierher, nachdem wir ihn aus Kankras Höhle jagten. Um sich die Wunden zu lecken. Wir haben ihn nur verscheucht. Sei auf der Hut. Kann man Ringgeister kriegen? Eine Fähigkeit, Nazgul aufzuspüren. Eine weitere Gabe Galadriels? Eine Gabe. So kann man es auch sehen. Oh, ich muss Orks beherrschen. Dann muss ich mal umleveln. Was soll das denn jetzt? Wir suchen den Palantir. Das ist alles, was zählt. Dann müssen wir uns den Weg freikämpfen. In der Stadt wimmelt es von Orks. Waldläufer, bleib an meiner Seite. Ich kenne den Weg. Ich will ihn hier nur was fragen. Hey. Geh nicht zu weit fort. Wir sollten nicht getrennt werden. Ja. Lieber töte ich sie einfach. Wir sollten zusammenbleiben, Waldläufer. Ganz unbedingt. Sie müssen kein Hindernis darstellen. Wir können sie zu unseren Zwecken nutzen. Nimm das! Nimm mich für mich auf!
Ich wollte dir noch was fragen. Die schießt ja einfach mit Pfeilen um sich. Da ist noch einer. Nein, den nicht. Egal. Wir wissen nicht, wie viele Nazgul da draußen sind. Gemeinsam haben wir bessere Chancen. Ja, ja, geh mir nicht auf den Sack. Wer ich jetzt? Kommt noch einer? Dum, 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 dum. Wo willst du hin? Wir sollten zusammenbleiben. Ja, sind wir doch. Bleib doch mal locker. Ich weiß nicht, wie viele wir noch beherrschen können. Sollten, müssten. Wo willst du hin? Wir sollten zusammenbleiben. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Spürst du das? Scheiße! Geh nicht zu weit fort. Wir sollten nicht getrennt werden. Nein, nicht den Mann. Den da. Komm, ich bin noch nicht weit weg. Ich versuche doch nur die 15 hier zu beherrschen. Zusammenbleiben, Waldläufer. Ja, ich arbeite dran. Muss ja nur noch ein paar beherrschen. Danach können wir gerne. Uns anderweitig beschäftigen. Die Neuen werden alles tun, um diesen Ring zu erlangen. Dieser Ring ist nicht ihre Erlösung. Er ist ihr Untergang. Los, 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 los. Gerade so. Den noch. Ach, wir haben schon 15. Und der ist ja gut. Junge, Schnauze, hör auf hier rumzuschießen. So, wo jetzt lang? Ich weiß gar nicht, wo die hin will, die Alte. Keine Ahnung, warum wir rumschleichen. Wir sind hier, Alter, mit 15 Orks im Schlepptau. Bringt überhaupt nichts, das hier so zu tun. Die sind die alle irgendwie dämlich, oder? Kann das sein? Sie schleicht da einfach durch, weißt du? Einfach alles wegmähen hier. Von mir aus können wir auch frei durch. Ich weiß nicht, wo dein Problem ist. So, bitte weiter, junge Dame. Müssten wir nicht mal langsam da sein? Guck mal hier, sie geht einfach dran vorbei. Weißt du, interessiert hier gar keine Sau. Entschuldigung. Interessiert einfach gar kein Schwein, dass sie da ist. Weißt du, wir werden sofort entdeckt. Ja, bitte. Die Ringgeister können nicht besiegt werden. Sie kommen immer wieder zurück. Ja, meine ich doch auch. Und doch gibst du nicht auf. Nein, niemals.
Welcher Häuptling? Und bitte weiter. Deine Pfeile sind aber auch nicht gerade effektiv, ne? Auch wenn du offensichtlich ziemlich viele hast. Das zieht sich hier langsam ein bisschen hart. Können wir mal ein bisschen Zahn zulegen hier? Wird nämlich ein bisschen langsam langweilig. Doppelt, wenn du zu viel Grog getrunken hast. Halt. Ich hab's. Ja. Darf ich mal? Danke. Es muss einen Weg geben, die Nazgul für immer zu bezwingen. Wenn es ihn gibt, kenne ich ihn nicht. Bleib an meiner Seite, Waldläufer. Und ich zeige dir, was ein Ringgeist ist. Die Ringe zerstören? Wieso? Ich weiß auch, was ein Ringgeist ist. Bist du besoffen, Alter? Weißt du, wie oft wir schon von denen angegriffen wurden? Der Hexenkönig hat diese Stadt in seine Gewalt gebracht. Nun wird er dasselbe mit dir tun. Wer, ich jetzt? So. Du, niemals wird Minasmon mit einem Pack von Verrätern heimfallen. Rosa. Er hat uns eines Gefolgsmanns beraubt. Was hat er uns? Na, ist alles gut. Das Licht Galadriels strahlt heller als eine finstere Magie. Wo ist er denn? Sehen überhaupt nicht. Bist du hier verflucht? Verflucht. Gleich tot. Nö, mich nicht mehr. Das war daneben. Und tot. Der Ring des Elbenherrn bringt seinen Trägern sowohl Macht als auch Verzweiflung. Die Klinge sieht dies. Mhm. Das war gut. Wie soll ich denn ständig bei der Ollen im Licht stehen, Alter, wenn die durch die Gegend flackert und ich auch durch die Gegend rennen muss? Wie soll das denn funktionieren? Seid ihr bekloppt? Boah, bitte jetzt nicht nochmal komplett von vorne, Alter, dann krieg ich Anfälle. Na, Gott sei Dank. Das Licht Galadriels wird uns schützen. Im Ring schmeckt aber das Licht Galadriels vertreibt die Dunkelheit. Fuß. Boah. Fight, Junge. Wieso lässt er denn hier ständig die Orks explodieren, Alter? Hat der keine Ahnung, Hobbys? Wo ist er denn? Weg ist er.
Ach, dieser Hurensohn. Entschuldigung. Na, na. Anfassen kurz extra, Junge. Aua. Ja, das klappt ja einigermaßen gut. Ich kann nicht ins Licht kommen. Ich werde deine Armee auslöschen. Nicht komisch schwierig, wenn der hier gerade am Rumzuppeln ist. Mist. Ich zerquetsche deine Streitkräfte wie Ameisen in meiner Faust. Mhm. Bin sehr gespannt. Nicht zu hoffen. Mist. Los. Alter, wie viel Damage macht der? So, verpiss dich. Was hat man euch angetan? Kniet vor eurem König. Hattest du eine Vision? Ja. Dann verstehst du es. Dieses Volk war einst mächtig, doch einem Ring der Macht konnten sie nicht widerstehen. Saurons Ringe wurden geschaffen, um ihre Träger zu unterwerfen. Das begriff ich viel zu spät. Aber nun habe ich einen Ring geschmiedet, der perfekt ist. Dieser ist rein. Rein wovon? Frage ich mich.
schön. Und jetzt? Oh toll, für 750 musste ich vor. Sich ja voll nicht gelohnt. Solange dieser Schatten über der Stadt hängt, können wir sie nicht wieder zurückerobern. Doch es gibt andere Orte in Mordor, die wir erobern können. Wir müssen nur unsere Armee verstärken. Zul'Adan. General eines vergangenen Zeitalters. Einer der neun Sterblichen, dem Tode verfallen, war Zul'Adan, ein großer General des zweiten Zeitalters, dessen Name auf Sindarin Mann des Geistes bedeutet. Zul'Adan war Anführer einer gewaltigen Armee, die erfolgreich Saurons Festung belagerte. Sein Erfolg war jedoch von kurzer Dauer, denn Sauron ergab sich unversehens und bot Zul'Adan einen Ring der Macht an. Zul'Adan nahm den Ring an und besiegelte mit dieser Entscheidung sein Schicksal. Sauron wurde als Zul'Adans Gefangener zurückgebracht, entwickelte sich aber schon bald zu dessen meistvertrauten Berater, dank dessen Hilfe Zul'Adans Macht immens anwuchs. In all diesen Jahren übten der Ring und Sauron ihre Macht über Zul'Adan aus, isolierten und schwächten ihn. Schlussendlich verfiel er vollständig dem Willen Saurons und wurde einer der Nazgul. Als Nazgul war Zul'Adan maßgeblich an vielen von Saurons Feldzügen beteiligt, einschließlich während des letzten Bündnisses von Menschen und Elben, wo er Saurons Niederwerfung durch die Hand Isildurs beiwohnte. Genau wie Sauron wurde Zul'Adans Geist nach dieser Niederwerfung in alle Winde verstreut, wenn auch nicht vernichtet. Bis er Jahre später in Dol Guldur, Saurons Festung im Düsterwald, erneut auftauchte. Jo, läuft hier wie Deivel. So, wir haben mal wieder einen Fähigkeitenpunkt und eine neue Stufe. Was können wir denn jetzt mal machen? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Elbenlicht friert Feinde. Ne, vergiften ist gut. Elbenlicht machen wir auch viel zu selten. Dafür mag ich die Hinrichtung tatsächlich viel zu sehr. Was haben wir hier? Mächtiger Schuss bei voller Macht. Und vergiften. Was können wir da noch so? Was haben wir hier? Infektion, Annäherungsauslöser, ja gut, Annäherungsauslöser ist Arsch, Geisterkette, Schleichtötung können gegen Bestien eingesetzt werden, deine erste Folge Schleichtötung verbraucht keinen Fokus mehr. Das ist natürlich auch ganz nice, keine Ahnung wie das gezählt wird, können wahrscheinlich einen mehr machen, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht wo ich hin levelisieren soll, was ist das? Schattenspringer einfrieren, verbessere Ausweichen, um mit 0, nichts an Feinden vorbeizuhechten. Dies kostet dich Fokus, ist nicht so geil. Halte R2 gedrückt, während du über einen, ja, das ist auch nicht so effektiv. Gefolgsleute, keine Ahnung. Also ich bin eigentlich zufrieden, so wie es aktuell ist. Da würde ich ehrlich gesagt jetzt mal so ein bisschen anfangen und vorne rum leveln. Das hier fehlt halt noch, das kriegen wir aber automatisch, ohne einen Punkt zu investieren. Das auch, so wie das jetzt geskillt ist, finde ich das eigentlich ganz gut. Da würde ich dann tatsächlich jetzt mal so langsam anfangen, hier die Punkte reinzusetzen. Ohne sie zu nutzen. Und dann ist eigentlich ganz okay soweit, würde ich sagen. So, wir haben ein paar stinknormale Sachen bekommen. Nee, was? Wieso haben wir denn jetzt eine Info zu Urfail bekommen? Wo kommt das hier her? Das ist auch nur ein stinknormales. Hier machen wir weg, das Ding. Wir haben gerade... Wieso haben wir denn jetzt Urfail nochmal bekommen? Oder habe ich das irgendwie übersehen? Nee, ne? 36, sonst haben wir hier nichts Neues. Sehr merkwürdig. Und ich vermute mal, ja, dunkle Umarmung bringt effektiv auch überhaupt nichts. Das verstehe ich nicht. Haben wir jetzt angeblich neu bekommen? So ein Schwachfug. So ein schwachsinniger Schwachfug. War immer wieder absolut unnötig. Wir haben eigentlich nichts bekommen.
So, haben wir jetzt hier irgendwelche neuen Aufträge? Nein. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich ein bisschen rauszoomen. Das war zu weit, weil ich doof bin. So, ansonsten ist hier aber nichts weiter, ne? Wir müssen jetzt erstmal andere Dinge tun. Wir können hier jetzt natürlich noch ein bisschen rumflütteln. Na, das Ding hier ist echt nicht gut gesichert, aber wir können es nicht angreifen und gar nichts. Ich denke mal, das hier wird der finale Kampf gegen den Hexenkönig werden. Vermute ich mal, behaupte ich mal, keine Ahnung. Gut, da muss ich doch mal in die Aufträge gucken. In Gorgoroth hätten wir noch einen. Hier hätten wir noch einen Serigos. Die Nazgul jagen dich. Verteidige die Festung. Cool. Hier hätten wir den Nekromanten. Das hier müssten wir dann nochmal bei Gelegenheit machen. So, ansonsten hätten wir hier nur... Kampfgruppen haben wir auch einiges schon abgeschlossen. Hier fehlt noch ein bisschen was. Aber auch nicht mehr viel. Tankerinnerungen hätten wir auch nur noch in Gorgoroth. Hier eigentlich auch nur noch. Und das hier glaube ich auch nur noch. Ja, ansonsten haben wir da nicht mehr viel. Ja, wo wollen wir jetzt als nächstes hin? In Gorgoroth hätten wir noch. Ich würde sagen, wir machen hier die Plage. Und gehen nach Serigoth. Um noch ein bisschen zu leveln. Dafür gibt es auch nochmal ordentlich XP. Oder wir machen die Kanan-Dinger. Zirith Ungul. Wo sind wir gerade? Minas Morgul, ne? Rein theoretisch können wir auch den machen. Machen wir den als nächstes. Ich markiere den mal und dann flattern wir da mal eben rüber. Ganz unauffälligerweise. Ist überall irgendwas dazugekommen? Das ist aber alles dasselbe, ne? Ja, hier haben wir noch den. Hier ist nicht Barad-dûr. Wohin wollte ich jetzt? Habe ich schon vergessen. Hierhin wollte ich. Zu die Plage. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns da wieder in der nächsten Folge und für mich auch in der nächsten Aufnahme. Von daher sage ich mal ganz schnell, vielen Dank fürs Zuschauen und fürs Dabeisein bei Mittelerde Schatten des Krieges. Ich reise jetzt nach Serigoth und ja, bis zur nächsten Folge. Ich bin der Mechaniker und ich bin raus.